Herzlich willkommen zurück, liebe Freunde, zu einer neuen Folge. Wir spielen Mafia 3. Ja, noch immer steht da, geh ins Bett. In der ersten Folge sind wir zu Hause wieder angekommen hier, haben mächtig eingesippelt. Jetzt hier schön. Na gut, es geht eigentlich noch. Für das, was er hier in den Videosequenzen gesoffen hat, ist er eigentlich noch recht gut zu Fuß. Erstmal ein bisschen ausruhen hier den Kater. Mal sehen, wie es uns morgen früh geht. Ja. Wir kennen es alle. So, jetzt bräuchte man diese Detektoren, dass man am eigenen Leib spürt, wie es ihnen geht. Und wir hätten, glaube ich, einen mächtigen Brummschädel. Lass mal einen Playboy reinziehen hier jetzt. Was ist denn das? Er rennt hier gegen den Schrank. Playboy-Magazin. Nicht schlecht. Rede mit Sammy und... Was? Rede mit Sammy und Alice. Alice? Nein, machen wir gleich. Erstmal wollen wir hier durch. Oh, wir haben ja alles umgeworfen. Richtig, richtig schöner Keller. Ich will auch so einen Keller. Keller ist größer wie mein Zuhause. Verrückt. Hier ist noch irgendwo was. Da leuchtet was blau. Wo denn? Das hier? Vargas Gemälde. Delray Hollow. Gut. Na gut, das Knatschen macht natürlich keinen Spaß hier, ne? Was ist... Achso, das ist über mir. Alles klar. So. Wir pfeifen kohlemäßig aus dem letzten Loch und zahlen Lebensmittel für das ganze Viertel, so eine Scheiße. Hör auf, so zu reden. Das wäre nie passiert, wenn du auf mich gehört hättest. Was ist denn passiert? Mach du dir keine Sorgen darüber, Lincoln. Ich habe alles unter Kontrolle. Unter Kontrolle? Verdammt nochmal, mach Junge, die Augen ich auf. Ich nicht nochmal. Ganz wie du willst, alter Mann. Lass ihn gehen. Der beruhigt sich wieder. Willst du mir sagen, wieso er sich so aufregt? Wir haben Probleme mit den Haitianern. Aber wie gesagt, alles unter Kontrolle. Okay, alles eingeladen. Ich denke, wir haben genug für, soll ich später wiederkommen? Zur Feier, dass du unversehrt heimgekehrt bist, habe ich Pater James eine Spende zukommen lassen. Und zwar Nahrungsmittel, die er an bedürftige Familien verteilen kann. Vielleicht willst du mir helfen, Lincoln, dann kannst du dir dein Viertel mal ansehen. Wie ernst ist die Sache mit den Haitianern? Du kennst doch Alice. Wenn den mal einer schief anschaut, flippt er doch immer gleich aus. Also dann, ich komm später wieder. Quatsch. Lincoln muss mal raus. Hab einen schönen Tag. Außerdem ist doch gut, wenn ihr ein bisschen Zeit zusammen verbringt. Na los. Die Leute warten schon auf ihr Essen. Oh, ich habe Lincoln oft gesehen, seit seiner Rückkehr. Er wollte raus aus der Stadt, hat er mir erzählt, nach Kalifornien rüber. Irgendein Freund aus der Army hätte ihm einen Job bei der Mare Island Werft verschaffen können. Er ist nur zurückgekommen, um sich von Alice und Sammy zu verabschieden. Aber dann hat er mitbekommen, dass Sammy Ärger mit diesen Haitianern hatte. Und so entschied er, sich zu bleiben. Diese Haitianer sind richtig üble Typen. Doch er wollte Sammy helfen. Was auch der Krieg aus ihm gemacht hatte. Er war loyal wie immer. So stelle ich mir das vor hier. Suppenküche. Warm hurts. Ich denke, als Schweißer arbeiten. 3 Monate Ausbildung, dann lässt die Gewerkschaft dich rein. Hast du Sammy und Alice erzählt? Noch nicht. Ich wollte ein paar Tage warten und sie nicht damit überfallen, wo ich gerade erst wieder hier bin. Sie werden das nicht gern hören, aber sie kommen damit klar.
Du musst tun, was für dich das Beste ist. Jetzt bedien mal die Leute. Ich bin gleich wieder da. Also, die streiten sich hier nach dem Aufstehen über irgendwelche Geschäfte. Wenn ich aufstehe, oder Leute, die ich kenne, aufstehen nach dem Alkohol, dann, andere Themen. Erstmal, wer hat Kopfschmerztabletten? Dann streitet man sich auch über, wer die Kopfschmerztabletten aufgefressen hat, aber nicht irgendwelche Geschäfte hier, ne? Und noch was, das hat jetzt weder mit der Hautfarbe noch mit der Herkunft noch mit Sonstiges zu tun. Kein Rassismus oder Sonstiges, aber durch die Frisur hier und dieses Kantige, was er hat, sieht er ab und zu ein bisschen aus wie ein Gorilla. Wie gesagt, das hat nichts falsch verstehen, das hat hier nichts mit seiner Hautfarbe, mit seiner Herkunft oder Rassismus oder Sonstiges zu tun, sondern einfach dieses, wie er da steht. Würde ich auch sagen, wie wenn er jetzt weiß wäre oder sowas dann. Wie bei Rampage hier, so ein Albino. Keine Ahnung, auf jeden Fall. Ne, nicht falsch verstehen, Freunde. Liegt wahrscheinlich an der Frisur hier, weil das so alles so kantig, so eckig, so, keine Ahnung, so ein bisschen Planet der Affen-Style. Gut. Werden sowieso viele falsch verstehen, aber es ist wirklich nicht so gemeint. So, guten Tag, was möchten Sie essen? Wir haben heute hier schön... Ja, schön Big Mac-Suppe für dich, mein Freund, da. Gönn es dir, mach's gut, grüß schön. Hallo, schwarzer Einstein. Warme Mahlzeit, warmes Herz, ganz gewiss. Natürlich, und hier schön für dich Suppe, warmer Bruder. Danke. Kein Thema, mach's gut, ne? Halt die Ohren steif. Hallöchen, Exorzismus-Dame. Schön, dich zu sehen. Ja, danke, gleichfalls. Was du hier tust, ist ein wahrer Segen für uns, Lincoln. Vielen Dank. Gerne, gerne. Mach's gut. Hallöchen, Al Capone. Erst 2 Tage hier und die schicken dich schon arbeiten? Ah, ich mach das gern. Naja, und du? Und 5 Jahre hier und willst immer noch Drogendealer werden, wa? Bedeutet uns allen echt viel. Ja, ja, nimm deine Suppe, mach dich weg jetzt hier, du Vogel. Kacke ich dir auf die Stirn. Hi, E.T. Du sagst nichts, du freust dich nur, oder? Werd besser nicht alt, Junge. Das ist eine verdammte Quälerei. Ja, das sehe ich. Ich guck mal, was ich machen kann. Oh, noch hier Super Mario da vorne. Willst du auch was? Hallöchen. Wie geht's, Reggie? Mir geht's gut. Schön, dich mal wieder im Hollow zu sehen. Schön, diese großen braunen Augen wiederzusehen. Wo ist dein Teller? Die sind meist drüben bei meiner Tante zusammen mit dem Rest von mir. Du solltest mal vorbeikommen. Vielleicht mache ich das. Lincoln, es gibt Ärger! Renn weg, Reggie! Lincoln, oh, wenn wir mit dir fertig sind, ist Sammy dran. Was ist denn jetzt? Ich wollte die Alte gerade fragen, wo ihr Teller ist oder ob sie direkt vom Löffel essen will. Und jetzt hier sowas? Ich war hier gerade voll in der Liebesstory. Über Deckung springen. L und Dreieck. Boom. So, hier, schön auf die Fresse für dich. Boom. So, für dich auch nochmal, mein Freund. Hier mit Waffen auf mich ziehen. Was ist denn los? François-Papadoque Duvalier wurde 1957 zum Präsidenten Haitis gewählt. Bis 1959 schuf er eine Geheimpolizei mit Namen Tonton Macout und wer konnte, der floh. Die meisten Flüchtlinge siedelten sich im Süden der Vereinigten Staaten an, darunter auch eine Anzahl Schwerkrimineller. Und die bildeten den Kern der späteren Haitianer-Gang. Lincoln erfuhr, dass sie aus den Sümpfen operierten. Ihr Boss war ein Mann namens Parker. Ah, schon fertig bei Pater James? Gab Stress mit den Haitianern. Sag jetzt, was los ist. Was geht hier wirklich ab? Tja, ist wohl besser so. Vor 6 oder 7 Monaten fing's an. Die Leute im Hollow wurden ausgeraubt. Geld, Wertsachen. Dies und das eben. Schon bald hatten wir raus, wer es war, die Haitianer. Dann waren die Bâtards sans valeur scharf auf die Lotterie. Um wie viel geht's dabei? Wie viel? Genug für einen riesen Schuldenberg bei Selma Carno. Wir können ihn seit 3 Monaten nicht bezahlen. Ach du Scheiße. Wenn ich sie mir vornehme, verschafft uns das Luft bei Macano, richtig? Überlass mir mal, Sal. Wir kennen uns schon ewig. Aber die Sache mit den Haitianern... Das muss endlich aufhören. Du und Alice, ihr müsst das regeln. Wo finden wir sie?
In den 20ern haben die Leute in Bayou Salz gewonnen. Sogar eine kleine Siedlung gab's da unten. Als die Depression kam, verließen sie sie. Das Ganze kann nur von da ausgehen. Wir werden Waffen und Munition brauchen. Ruf die Nummer an. Aber tu es bitte nicht von hier. Sollte möglichst unauffällig sein. Oder? Wir durchkämmen das Hollow, schnappen jeden von diesen Schwanzlutschern und legen sie um. Thema beendet. Das Letzte, was wir hier im Viertel noch brauchen können, sind Schwarze, die sich gegenseitig killen. Wir machen das leise. Weit weg von hier. Wenn wir die eliminieren, die ganz oben stehen, erledigt sich der Rest von ganz alleine. Glaub mir. Okay, alter Kämpfer. Ganz wie du meinst. Seid vorsichtig, ja? Die Haitianer sind heftig drauf. Die solltet ihr nie unterschätzen. Celui qui sait, diverse celle. Suscite l'hostilité. Gesundheit. Ja, wir geraten hier wahrscheinlich gerade in so einem richtigen Bandenkrieg, keine Ahnung. Auf jeden Fall ist hier ziemlich Beef. Willst du das wirklich so machen? Das Letzte, was sie erwarten, ist ein Angriff vom Wasser aus. Fahr rüber zur Straße und bleib im Auto. Ich treffe dich da, wenn alles vorbei ist. Ich hoffe, du weißt, was du tust. Nee. Vertrau mir, Alice. Bald haben wir das alles hinter uns. So, wirklich weiß ich nicht, was ich hier tue. Was? Warum fährst du mich nicht darüber, du Pissnelk? Das ist doch nicht weit. Also scheiße Ernst, Alter, hier gibt's kein gut. Alter, schwimm zum Dog. Ja, wenn ich aufgefressen werde, lachen mich alle meine Zuschauer wieder aus. Schwimm zum Dog. Schneller. Ganz entspannt hier, ja, natürlich. Finde Bagger. Eins greift die Bar an, das andere Dorlas schleichen. Schleiche dich an deine Gegner an und verbirg dich vor ihnen. Die gegnerische Aufmerksamkeit wird von der weißen Markierung in der Bildschirmmitte angezeigt. Kommst du deinem Opfer zu nah oder machst du Lärm, weitet sich diese Markierung aus, dann werden die Gegner anfangen, nach dir zu suchen. Wenn du schleichst, machst du weniger Lärm und hältst dich aus dem Blickfeld der Gegner raus. Während Gegner nach dir suchen, bleib in Deckung. Sobald die Suche endet, verschwindet die Aufmerksamkeitsmarkierung. Der Boss meint, wenn wir das alte Hollow abfackeln müssen, um Sammy zu kriegen, werden wir es tun. Fang mit denen an. Auf, wenn der alte Mann dort ist. Er, Alice und der andere Kerl. Lincoln, Clay. Genau der. Diesmal wird er. Papa Leckbar, öffne mir das Tor. Mach ich, hier, mach ich auf. Zack, Tor offen. So, hier ist das Tor zum Wasser. Nein, nein, nein. Oh, Glück gehabt. Ich dachte schon, der fällt da nicht rein. Oh, runter unten bleiben. Jetzt habe ich mich selber erschrocken. Oh, eine Kacke hier wieder. Bin aber auch eine. Ah, Holzuse. So, ganz genau beobachten hier, wo alle hingehen. Ja, könnte was werden. Oh, nochmal schnell hoch in mir. Zack. Schmeiß mal hier runter. Mach's gut, mein Freund. So. Da geht der Dritte. Das hat er natürlich nicht gehört, dass er gerade ein Alligator was wegsnackt. Die nehmen wir natürlich auf. Ich hoffe, das ist jetzt richtig, was wir hier machen. So, wir schleichen hier schön. Ja, rauch mal eine, mein Freund. So, die nehmen wir natürlich mit. Hier die schöne Schrotflinte. Vielleicht
vielleicht ist das so, wenn ich die Alligatoren, die regelmäßig fütter, lassen die mich vielleicht einmal mehr in Ruhe. So, mach's gut hier. So wie meine Haustiere hier. Jetzt komm. Komm her, Willy. Schnappi. 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 Trauen die sich nicht so nah an Land hier, oder was? Nö. Scheinbar hat Schnappi keinen Hunger. Gut. Wir marschieren weiter. Hockt hier einer drinne? Ja, da hinten hocken zwei. Hier hockt keiner. Um mich echt an diese Dreiecktaste gewöhnen, damit über die Hindernisse zu springen. So, da chillen zwei. Hier unten ist nur Wasser. Von da sind wir gekommen. Ach nee, von da sind wir gekommen. So. Jetzt können wir hier rüberschleichen. Wir hätten den alten Mann schon längst um... Pfeifen? Pfeife leise, um eine Gruppe von Gegnern aufzuteilen oder fortzulocken. Pfeifen, Steuerkreuz links gedrückt halten. Ich schätze, der Boss hatte Angst, dass Sammy... Was zum Henker? Jetzt guckt der andere aber die ganze Zeit hierher oder verpisst er sich? Ja, jetzt haben wir natürlich... Der sieht das doch jetzt, oder? Wenn ich den hier wegmache. Echo, das war das... Das war das Echo. Oh. Oh, wir nehmen ja schön die Pistole in der Hand. Ich bin nicht weg, ich bin genau hier. So, gute Nacht. Vorsicht! Oh, die stehen da hinten alle und warten ganz clever auf mich. Diese Affenarsch. Okay, Bruder. Dann werde ich mich weiter verstecken, Bruder. Ach du heilige Scheiße. Toter Bruder! Gott sei Dank, er ist weg. Hier liegt noch ein... Scheiße! Wo schießt er denn? Hey, wieso schießen die Flachzangen denn? Die sind doch nicht mal in meiner Nähe. Ich bin hier hinten, Jungs. Der Penner versteckt sich hinter Holztisch. Kommt rüber, Männer. Bruder, komm rüber, Bruder. Oh, wer jammert hier? Jammert noch einer. Da, hier ganz motiviert. Ja. Ist das jetzt unfair, dass ich hier einfach so hocke? Man weiß es nicht, oder? Ah ja, der lebt noch. Okay. So, besser? Ey, er hat gesagt, lass mich nicht so verrecken. Also haben wir ihn jetzt anders verrecken lassen.
So, wo ist der Rest der Gang hier? Gott, wo ist der Banner? Vielleicht findest du diesen Drecksack. Oh, ich wurde getroffen. Von wem? Hä? Und wo schießen die denn alle hier? Ach, da ist er. Ja, ich bin hier beliebt wie ein Pickel am Arsch. Ich chatte mal schnell hier rüber. Hopp. Um noch schlechter zu sehen. Dann gehen wir mal hier rüber. Der wollte flüchten, die Pussy. So, wenn, dann richtig, ne? Meine Munition wird langsam knapp. Ja, ist natürlich blöd, ne? Jetzt sieht mich keiner, aber ich sehe auch keinen. Ist da hinten einer? Hockt da? Ach, da ist einer, da ist einer. War das tatsächlich? Ach, da ist einer. Warte, ich muss ja mal zielen hier, Alter. Wo war der? Das kriegst du wieder. Alter Falte. Ich hab nur Kackwaffen hier. Brauch was Schnelleres. So, da kommt der jetzt her hier. Die macht jetzt natürlich Sinn, die Schrotflinte hier. Ja, mal hier runtergehen. Wie war das nochmal? Ach ja. Oh Scheiße, hier ist einer. Morgen, der Herr. Wie kann er das überleben? Ach so, hat er nicht. Warum kann ich nicht beide behalten? Ich meine, das sind doch zwei unterschiedliche Wummen hier. Hey, nur 24 Kugeln. Ich hätte gerne die Schrotflinte behalten. Also, aber auch das Maschinengewehr hier. So. Was gibt's hier? Ah, hier.
Den will ich. Der hat ordentlich Schuss hier. Was ist das überhaupt? Heißt, irgendwo hier ist der Stinker, oder? Da sehe ich doch schon einen, oder? Habe ich doch einen gesehen, ich bin mir da sicher. Bin ja nicht komplett blind. Guck, von hier hat doch auch einer geballert. Als du noch konntest, Arschloch! Ich hab's nicht geschafft, ihn aus. Was ist das hier? 3 Metern, 5 Meter ins Gesicht zu schießen? Scheiß Kerl! Uwo Anjen Bata! Fick dich! War ein großer Fehler, im Hollow aufzutauchen. Das Hollow gehört einem Traiji, einem Feigling und Verräter! Schwarze Kulten! Keinen Weißen mehr euch. Der Mann, von dem du sprichst, hat mich aufgenommen, als ich nicht wusste, wohin. Du bist nicht besser als er. Du Gänsekusser! Du Schweinehund! Hey, ganz ruhig! Beruhig dich! Ich soll mich beruhigen? Wie soll das gehen? Er hat mich gefangen gehalten, eingesperrt Tag und Nacht, mich verprügelt und missbraucht. Ich verfluche dich, du Monster! Dich und deine ganze verrottete Simpson! Er ist tot! Er ist tot! Er kann dir nichts mehr tun, es ist vorbei. Es ist vorbei? Es ist vorbei? Wie kann so etwas jemals vorbei sein? Bajam! Verrückte Haitianer. Wir haben uns jetzt wahrscheinlich noch mehr Freunde gemacht. Oh, 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 hier wird's heiß, hier wird's heiß. Molotows und Granaten. Mit Molotow-Cocktail zielen, R1 gedrückt halten, werfen, R1 loslassen. Abbruchkreis. Ausrüstung im Waffenmenü, auswählen, R1 drücken. Testen wir, oder? Der Wichser ist tot, ich lebe doch noch hier. Ich habe keine Muni mehr, aber ich lebe noch. Ein bisschen. Ich habe ja gar nichts mehr. Fuck, hat der hier nichts liegen lassen? Das nenne ich doch mal einen Treffer, oder? Hier. Nö. Ach du Heilige. Nein. Ich schlag dir den Schädel ein, Cousin. Jo. Ich. Kommst ja wie gerufen, mein Freund. Ja, die war leer, ne? Das mit der Munition war natürlich jetzt. Oh, was ist denn da? Das wollte ich gar nicht.
Ein bisschen Munition ansammeln hier. Er kommt hier entlang. Bist du sicher? Scheiße. Wenn ich nur genau wüsste, von wo die immer schießen, ne? Ich sehe sie so schlecht. Muss nachladen, gib mir Deckung! Ach da! Willst du einen der eigenen Leute töten? Wenn es sein muss, nehme ich euch alle auseinander hier. Was ist das denn, die Endgegner? Unkaputtbar, der Johnny. Hol ich mir meine Schrotflinte wieder. Oh, fast ins Feuer. Jawohl, dann komm rüber. Muss nachladen, brauche Deckung. Mach das. Pistole ist geil, oder? Ich feier Pistole. Pistole ist so zwischen, ich bin ein richtiger Held, weil Schrotflinte und so, aber auch so, ja, ich bin der nette Schwiegersohn, so Schwiegermutters Liebling. Der Wichser, ist der weg? Ja, ich bin weg, er ist weg, der Wichser ist weg. Der Wichser ist weg, brauchst nichts suchen. Diese Sturmgewehre sind natürlich effektiv. Die bringen ja irgendwie gar nichts. Ist ja ein Witz, die Dinger. Dann bleiben wir bei der Pistole, Alter. So, wo seid ihr, Schweinebacken? Scheint weg zu sein. Was haben wir erwartet? Findet ihn, bevor er sich zurückzieht. Jo, sucht keine mich. Ausrede. Nehmt ihr alles auseinander. Kannst du bei dir behalten, da, dein Cocktail? Ich muss nachladen! Ich muss nachladen! Wo ist er? Ach da. Meinst du, das klappt? Ihr Idioten seid zu dumm zum Scheißen. Ich suche ihn selber. Ja, komm, such mich. Zeig mal, wie gut du scheißen kannst. Keine Kugel mehr. Muss nachladen. Ach, da ist noch einer. Jetzt habe ich wieder nur noch meine Parker. Der Dreckskerl soll brennen! Yo, burn, Motherfucker! Heute nicht, mein Freund. Ach, da ist noch einer. Schauen Sie uns an, wie er brennt! Doch auf mich werfen. Motherfucker! Ich muss auf jeden Fall mal kurz darüber. Da gibt's irgendwas zum Heilen. Zack, zack, zack. Hier, Ausdauermonster. So. Ich bin blank. Kumpel, ich hab keine Munition. Da ist was. Oh, da lang. Da war jede Menge Money. Habt ihr das gesehen?
Hä? Ach so, da lässt du mal die Wurme fallen, die... Ah, die ich ausgebe... Ah, alles klar, jetzt habe ich es auch gecheckt. Aber wer holt denn hier noch rum? Ich habe doch hier gerade noch einen gehört. Wer war das? Hier gibt es noch einen lecker Cocktail. Das kann ich nur eintragen. Da ist noch einer. Junge, der steckt ja ein ohne Ende. Was ist denn sein Problem, ey? Oh, Cocktails haben wir auch genug. Oh, meine Kiste ist da. Wird auch langsam Zeit. Komm, schwing dich auf den Beifahrersitz. Wer bist denn du? Huch. Ach, er ist das. Fahren und Sprengstoff. Wirf vom Auto aus Sprengladungen, um Verfolger zu zerstören. Fallen lassen, unten Taste drücken. Dauernd muss ich dich rauspauken. Alles frisch? Ja, alles klar. Wie lief's mit Barker? Wir sind zu einer Einigung gekommen. Er wollte sterben und ich habe ja gesagt. Kommen wir zurück zu Sammy. Corps wird so dermaßen happy sein. Oh, ne. Diese Scheiße mit den Haitianern hat ihn schwer runtergezogen. Wenn die weg sind, wird sich alles wieder beruhigen. Da läuft alles so, wie es soll. Ich sag ihm seit Monaten, dass wir sowas machen müssen, aber Pops? Naja, ich weiß auch nicht. Manchmal glaube ich, er hat das Interesse an dem Kram verloren. Nur weil er nicht gewalttätig wird, hat er doch nicht gleich das Interesse verloren. Ja klar, ich frage mich, wie es weitergeht, nachdem... Du weißt schon. Und ich erst recht nicht, erklär's mir. Ob durch eine Kugel oder die Hand Gottes. Jeder muss mal sterben, oder? Ja, sicher. Aber Alice Wirbel. Ich bete drum, dass Pops uns beide überlebt. Aber wenn nicht, will uns jeder Scheißer im Hollow entweder folgen oder abknallen. Ich sag ja nur, wir sollten darauf vorbereitet sein. Darüber müssen wir uns im Moment noch keine Sorgen machen. Also entspann dich erstmal mit deinen großen Plänen, okay? Ja gut, schon klar. Scheiß drauf, ist deine Karre. Fahr sie ruhig zu Schrott. Deine Schnauze, Alter, und steigst gleich aus, du Penner. Gehst du zu Fuß, Alter, Flachzange. Frag mich gerade, warum ich überhaupt Scheinwerfer habe. Die leuchten ja nur bis zur Stoßstange. Jo, ganz gekonnt hier. In der Ecke geballert. Augen zu. Ja, und... Ja. Alles gut, was ist los? Du wolltest mich ja nur unter dein Kleidchen gucken lassen, ne? Ja, ja. Ruhe. Oh, oh, hier, mega. Brutalo. Sonne sieht ja hier geil aus wie in echt. So. So, bevor wir jetzt parken, machen wir hier einen Cut. Danke fürs Zusehen. Das war die zweite Folge. In der nächsten geht's dann weiter bei Mafia 3, Freunde. Vielen, vielen Dank. Ciao, ciao.